Hallo zusammen, hier ist wieder Ocelana und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Guide zum Pet Battle Dungeon in Stratholm präsentieren. Und zwar wollen wir uns da mal alle Facetten angucken. Und zwar als allererstes müsst ihr wissen, wo das Dungeon ist. Und zwar sind wir hier einmal in Stratholm bzw. am Hintereingang von Stratholm. Das ist quasi hier in den östlichen Königreichen und dann dementsprechend östliche Pestländer auf den Koordinaten 42, 19. Das erste Mal müsst ihr da quasi hinfliegen. Ihr nehmt in eurem Pet Battle Shop quasi in der Saalor oder Boralos die Quest an und dann werdet ihr hier hingeschickt. Falls ihr nicht wisst, wo diese beiden Shops sind, je nachdem ob ihr Hordler oder Allianzler seid, kann ich euch das kurz zeigen. Einmal in Kultiras ist es glaube ich hier irgendwo in dieser Häuserzeile habt ihr den Pet Battle Shop. Und bei der Horde ist es quasi einmal in der Saalor. Und zwar müsst ihr, ich glaube, hier unten irgendwo rein. Da habt ihr den Pet Battle Shop hier. Es ist so wie bei allen anderen Pet Battle Dungeons. Man hat eine normale Version und eine heroische Version. Wenn ihr durch die normale Version durch seid, dann habt ihr bei eurem Pet Battle Shop immer diesen Elementar, der euch hierher portet. Also müsst ihr nicht mehr herfliegen. Nur beim allerersten Mal müsst ihr den Weg auf euch nehmen. Wie funktioniert das genau? Also ihr macht einmal die normale Version, da könnt ihr eure Pets auch alle heilen, ist alles kein Stress. Und sobald ihr die absolviert habt, dann könnt ihr die heroische Version machen und dort bekommt ihr dann immer auch diese Pet Battle Marken. Und zwar können wir uns mittels diesen Pet Battle Marken dann verschiedene Pets bei ihm kaufen. Ihr seht, hier haben wir diese Pet Battle Marken, geläuterte Überreste heißen die. Die sind auch Battle.net Account gebunden und wir können uns insgesamt 1, 2, 3, 4 Pets kaufen. Die kosten hier zwischen 1 und 3 von den Marken und dementsprechend dann nochmal so Vorräte. Wo kriegen wir die jetzt her? Und zwar ist es so, dass wir einmal eine Weekly haben, die wir hier bei dem annehmen können, wo wir uns ein Abzeichen holen können. Und dann ist es noch so, dass wir zusätzlich in dem Pet Battle Dungeon eine World Quest haben können, mit ein wenig Glück. Manche Leute sind da über 10 Mal reingerannt, um diese World Quest zu triggern, die dementsprechend auch nochmal so ein Abzeichen droppen kann. Heißt, wenn man ein bisschen Glück hat oder ein bisschen Ausdauer, kann man sich dann nochmal zusätzliche Abzeichen holen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal kurz die Pets an, beziehungsweise die Erfolge, die wir da drin holen können. Wir haben einmal hier ein Achievement, dass wir quasi das Haustier-Dungeon abschließen müssen. Da bekommen wir dann auch eine schicke Belohnung, und zwar Hut des bösen Zauberers. Das ist ein Pet und das können wir uns jetzt auch gleich mal anschauen. Hut des bösen... okay, das heißt ein bisschen anders hier im Ding. Und zwar ist es Mini irgendwas... Moment, suchen wir es mal so raus. Mini-Mant, genau, das ist das Pet hier. Schickes kleines Haustier, jetzt fahren wir mal zurück, das ist quasi ein kleines Mini-Skelett mit einem Zauberhut quasi auf. Und dann können wir uns jetzt mal die anderen Pets noch angucken. Und zwar suche ich mir jetzt hier mal nochmal das geläuterte Ding. Genau, da unten haben wir sie, die Abzeichen, okay, da findet man es nicht drüber, da müssen wir uns die Pets einzeln angucken. Und zwar Zicky habe ich mir schon gekauft. Und ich habe übrigens auch schon rausgefunden, dass bei zumindest bei Zicky es so ist, dass man es nicht in den Käfig packen kann und es verkaufen kann. Heißt, hier ist es nicht möglich, Gold zu machen, sondern dementsprechend muss man das alles einzeln basteln. So, dann schauen wir uns als erstes Zicky an. Das ist quasi hier so eine kleine hübsche Spinne, die so aussieht wie so, ja, dieser Blutwehensucher aus Nasjatar. Dann, was haben wir da noch? Okay, das finden wir so nicht. Eine Banshee haben wir da noch. Okay, die finden wir so nicht. Gruftbestie, genau, die haben wir hier noch. Oh, das ist ein cooles Pet. Davon gibt es noch nicht so viele. Und was haben wir dann noch? Müffel. Okay, den finden wir so auch nicht. Aber vielleicht finden wir es über den NPC raus. Die heißen nämlich immer ein bisschen anders, wenn man sie dann gelernt hat. Ah, schau mal, da finden wir sie doch alle, wenn wir den NPC eingeben. Hier haben wir auch den Kreischer, so heißt er dann. Und grausiger Spucker. Oh, also das sind schon coole Pets, definitiv. Da sind coole dabei. Und ja, soweit zu den Belohnungen, die man da kriegen kann. Jetzt gucken wir uns mal die Instanz an. Beziehungsweise eins habe ich noch vergessen, es gibt noch ein zusätzliches Achievement unter Kampf. Und zwar, wenn wir den Postmeister einmal rausholen und dann kriegen wir noch ein zusätzliches Pet. Kokel heißt das, und das können wir uns jetzt auch noch einstellen. Kokel, das ist hier
So ein brennender Undead und der sieht sehr, sehr cool aus. Ich würde hoffen, dass sie mal solche ins Spiel einbauen, weil solche habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, so brennende Undeads. Also das ist schon echt nice. Genau. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich habe die Weekly schon angenommen. Hab da jetzt mal gequeued und ganz wichtig, haut hier einmal eure Pet-Rets raus, denn in der HC-Variante, die wir jetzt angucken, ist es so, dass ihr dementsprechend nicht mehr retzen könnt oder ja, nicht mehr eure Pets heilen und retzen könnt. Kleine Info, ein Kollege von mir, der Cabrita, der hat hier für Rematch, hat der Vorlagen geschrieben, die werde ich euch auch reinpacken. In die Infobox, die könnt ihr euch rauskopieren und dann habt ihr direkt alle Pets. Und zwar, wie funktioniert das? Ich habe jetzt hier das erste Pet, ne? Kann es anvisieren, drück hier auf Laden und es packt mir direkt die richtigen Pets rein und ich kann dann einfach nur noch quasi ja die Attacken drücken, so wie es in der Box steht, die jetzt dann gleich auftauchen wird. Und das ist relativ easy. Reinkopieren könnt ihr es, indem ihr euch hier Rematch holt und dann könnt ihr hier so einen neuen Tab aufmachen und dann habt ihr hier Importiere Teams, dann habt ihr eine Blase und da könnt ihr das, was ich in die Infobox einmal euch reinkopiere, mit reinkopieren. Wie gesagt, das hat ein Kollege von mir gebastelt und dann muss man nicht mehr sich die eigenen Teams raussuchen und die Pets und so, sondern hat das alles vorgefertigt. Genau, bevor wir jetzt hier starten werden, habe ich mir ein kleines Makro gemacht mit einem Brief, den wir suchen können. Und zwar haben wir hier insgesamt 10 Phasen und es gibt in verschiedenen Phasen einen Brief. Und den müssen wir uns suchen, um dementsprechend den Postmeister beschwören zu können. Und jetzt schauen wir hier einfach mal ein bisschen rum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ihn nochmal beschwören kann, weil ich habe das schon gemacht und das Achievement auch. Wir gucken jetzt einfach mal hier auf die Map. Da seht ihr, wo die einzelnen Punkte sind. Ich werde euch auch das Makro einfach einmal in die Infobox reinpacken und dann könnt ihr ja bei euch das ablaufen und vielleicht den Postmeister noch finden. Also das erste liegt hier, würde hier hinten liegen, da ist leider nichts. Ihr müsst es auch in den richtigen Phasen machen. Deswegen die hier alle in der ersten Phase aufmachen. Deswegen machen wir das jetzt mal als erstes. Und da seht ihr auch Phase 1, Phase 1, Phase 6. Also hier müsst ihr quasi vorbeischauen, bevor ihr irgendeinen Kampf anfangt. Das gehen wir hier auch mal relativ nah ran. Und da müsst ihr gucken. Also hier müsste irgendwo noch ein Brief oder könnte zumindest der Brief liegen. Nein, da ist er auch nicht. Dann gehen wir mal da hinten hin noch. Hier könnte auch der Brief liegen. Den müssen wir dann zum, wie gesagt, zum Postmeister bringen. Hier in der Ecke irgendwo. Aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Flacken. Ne, da ist auch bloß mein Pet. Okay, nein, hier ist auch nichts. Und welchen haben wir jetzt noch vergessen? Den da oben haben wir, den haben wir. Gut, dann können wir hier in Phase 6 bzw. in Phase 10 dann nochmal nach Briefen schauen. Mal gucken, ob wir da einen finden. Wie gesagt, es kann sein, dass ich nicht mehr machen kann, weil ich dementsprechend das Postmeister-Achievement schon gemacht habe. Gut, dann steigen wir jetzt ein. Pets haben wir einmal geladen. Wie gesagt, einmal ins Target nehmen, Pets laden und dann können wir den Kampf beginnen. Und ihr seht ihr ja schon, hier haben wir jetzt ein Feld, wo wir jetzt dann sehen, welche Buttons wir drücken müssen. Einmal den Button 3. Bei mir ist es hier ein bisschen verschoben, weil ich meine anderen gebindet habe, aber ne, 1, 2, 3 kann man, denke ich mal, auch noch so herausfinden, was was ist. Genau, und dann drücken wir jetzt einfach immer nur die zweite Taste und ziehen hier einfach komplett durch. Das ist nämlich eine E-Cleave und die Pets in der hinteren Reihe sind relativ stark und dementsprechend kannst du es mit dem ganz gut machen. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, auf welche Pets ich hier genau habe, weil ich poste euch das eh rein mit Rematch, könnt ihr euch das rauskopieren, dann ist es relativ gechillt. Wir ziehen jetzt hier einfach die zweite Fähigkeit so lange durch, bis ja, unser Krebs hier stirbt, beziehungsweise das ist ein Skorpion, ist es kein Krebs. Und dann können wir mit den restlichen Viechern finishen. Da geht es auch nicht weiter, weil dann ist es eh Freeload. Ihr seht, die sind jetzt alle schon fast down. Jetzt werden wir gekillt und die letzten paar Live-Punkte, die hauen wir jetzt einfach mit irgendeinem anderen Viech noch runter. Jetzt können wir den Hasen hier nehmen und drücken halt einfach hier, keine Ahnung, die Stapede durch. Ja, bleibt sich gleich, ihr könnt auch den Schlaghagel machen, dann wäre wahrscheinlich instant gestorben. Wie gesagt, ist vollkommen wurscht. Man hat jetzt noch 2 komplett volle Pets und der Gegner hat welche, die, naja, noch 10, 20% maximal haben. So, dann können wir jetzt hier einmal Schlaghagel drücken, das müsste den ja auseinandernehmen. Genau, und jetzt haben wir noch das letzte. Und da sind wir auch sogar gut gegen. Machen wir einfach auch den Schlaghagel. Und da geht er down. Belebt sich jetzt wieder, aber ja. Jetzt können wir einfach avoiden.
Nicht, dass er noch zwei Pets in seiner Undead-Phase quasi umboxt. Schafft er nicht, geht er down, wunderbar. Und dann können wir quasi ans nächste ran. Das nächste Pet ist jetzt einmal, ach doch, das steht auch noch hier oben. Da haben wir den nächsten, den sehen wir wieder an. Laden, einmal drücken und haben dann die Pets schon richtig drin. Und ja, jetzt ist es eigentlich relativ simpel gegen den. Wir machen einfach die Stampede an. Jetzt wird er nämlich gleich ein anderes Pet reinholen, genau. Jetzt können wir hier den Schlaghagel drücken. Ihr seht, der kriegt da relativ gut Damage. Nochmal Schlaghagel. Er hat nämlich jetzt den Debuff hier drauf und bekommt halt sehr, sehr viel Damage rein. Dann drücken wir nochmal die Stampede. Also gegen, mit der Kombi könnt ihr es eigentlich fast nicht verkacken. Jetzt wird wieder ein anderes Pet reingeholt und jetzt fangen wir einfach wieder den Schlaghagel an. Einmal müssen wir noch machen und dann hat sich das erledigt. Die meisten Kämpfe hier in dem Pet Battle Dungeon sind tatsächlich relativ einfach. Wenn man es jetzt vergleicht mit Numerigan, da waren ja einige Kämpfe doch relativ knackig. Hier gibt es eins, wo die schwer sind. Da ist es manchmal auch so, wenn man unlucky ist, dass man verlieren kann. Deswegen sollte man vielleicht eins, wo Pets mehr dabei haben, als die jetzt unbedingt hier notwendigen. Wobei die Kombi, die der Kollege hier gebastelt hat, sind meistens relativ triviale Pets, die eigentlich die meisten Leute haben dürften. Genau, so, jetzt sind wir in der dritten Phase. Jetzt können wir dann hier den Geist machen, beziehungsweise die Spinne. Jetzt fangen wir einfach mit der Spinne an. Machen wir hier wieder das Ding auf. Spinne ist im Target. Laden und auf geht's. Hier fangen wir jetzt einfach an mit dem Feuerschild. Danach machen wir das Blitzschild. Die Kombi müsstet ihr aus Mechagon vielleicht schon kennen vom Endboss. Jetzt natzt er sich nämlich selbst weg. Und dann hauen wir halt einfach so lange den Arkanschlag hier durch, bis wir die Schilde wieder einsetzen können. Nochmal. Und dann nochmal ein letztes Mal. So, jetzt ist er quasi in seiner Undead-Phase, wo er nicht sterben kann. Und jetzt fangen wir einfach wieder von vorne an. Feuerschild drauf. Dann machen wir das Blitzschild drauf als nächstes. Er stirbt derweil. Ist egal, wir machen trotzdem das Blitzschild drauf. Und jetzt ziehen wir halt wieder mit unserem Arkanschlag durch. Da hat er uns umgeboxt, aber wir haben hier ein mechanisches Pad, deswegen ist das alles kein Stress. Und wieder den Arkanschlag. Er geht down. Diesmal haben wir einen Magic als Gegner. Und jetzt einfach so lange den Arkanschlag, bis wir selber sterben. Und wir haben ja noch zwei Pets in der Hinterhand. Also alles kein Problem. Nochmal den Arkanschlag und jetzt werden wir wahrscheinlich sterben. Genau. Und jetzt können wir einfach den letzten noch runterfinischen. Da ist es relativ wurscht, was ihr nehmt. Ich nehme jetzt hier einfach den Dunkelmond-Zeppelin. Und hau jetzt einfach die Rakete durch, bis er down ist. Ja. Da könnt ihr natürlich auch mit Lockvogel irgendwas anderes spielen. Ist aber hier nicht notwendig. Wir machen ihn jetzt einfach down. Und ihr seht, wenn ihr manche von den hinteren Pets nicht habt, ist das nicht tragisch. Die meisten braucht man gar nicht. Da hätte es auch jedes andere getan an der Stelle. So, dann nehmen wir den wieder ins Target, laden die Pets und haben quasi den nächsten. Und hier ist es so, dass wir jetzt als allererstes das Ausweichen ziehen. Denn wir wollen den Dot gar nicht erst draufkriegen. Dann machen wir die Stampede an. Er haut uns nämlich als erstes immer den Dot drauf, so wie er das natürlich macht. Und dann versucht er die Heimsuchung. Und die Heimsuchung geht dann auch in die Hose. Seine komplette Kombi fehlt damit. Und wir ziehen einmal hier mit unserer Stampede komplett durch. Und sobald die durch ist, können wir dann einfach den Schlaghagel drücken. Hat er sich quasi wiederbelebt. Dann drücken wir einmal das Ausweichen. Danach machen wir die Stampede. Das nächste Pet kommt nämlich rein. Das belegen wir nämlich jetzt wieder mit unserem Debuff, dass es 100%ig mehr Schaden kriegt. Die Stampede läuft jetzt quasi drei Phasen lang durch. Und sobald wir die drei Phasen durch haben, müssen wir mal gucken, ob wir noch leben. Sollten wir noch leben, dann hauen wir quasi einmal den Schlaghagel drauf. Ah, okay, er hat nicht gekrittet, haben wir Glück gehabt. Dann einmal drauf, weg damit.
Und jetzt hat er wieder sein Undead-Zeug. Jetzt würde er uns wahrscheinlich. Ah, ne, er hat sich. Oh, das war richtig dumm von ihm. Jetzt hat er sich gehalten, würde jetzt eh gleich sterben. Wir machen jetzt dann wieder Ausweichen an der Stelle. Er heilt sich hoch, ist aber egal, weil er eh stirbt. Und jetzt drücken wir nochmal die Stampede. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall sterben mit dem Pet und können dann quasi mit dem anderen Häschen einmal finishen. Aber ihr seht schon, Debuff haben wir drauf, alles gut. Wir sind wieder nicht gestorben, okay. Also ihr seht schon, so viel haben die nicht drauf, die Pets. Aber jetzt sind wir spätestens tot, genau. Und jetzt holen wir einfach das nächste Häschen rein. Er hat zwei Runden den Debuff, heißt, wir drücken jetzt einfach zweimal den Schlaghagel, machen relativ viel Schaden damit. Und noch einmal. Da geht er dann auch schon down mit. So. Jetzt sind wir dann in der Phase 4. Wieder den Mob anvisieren, wieder auf Laden drücken und dann können wir hier gegen kämpfen. Und jetzt ist es hier so, dass wir mit dem Knöchelreißer der Zandalari spielen. Bekannte Geschichte, erst die schwarze Klaue drauf. Das erhöht quasi den Schaden von jedem Hit, den der Mob nimmt. Um 144 und dann hauen wir einen Haufen kleine Hits drauf mit dem Jagdrudel. Hat er dann auch den Debuff, dass er 100% mehr Damage kriegt. Und jetzt müsste er ganz gut runtergehen. Ihr seht, das ist auch nur ein Boss quasi. Und er kriegt, also die Viecher kriegen ja alle 50% weniger Schaden. Dennoch bekommen sie hier ganz gut auf die Mütze. Dann springen wir hier mit dem Sprung ran. Noch einmal. Und dann hat sich das erledigt. Ihr habt gesehen, die hinteren Pets habt ihr wie immer nicht gebraucht. Und wir sind damit dann in der fünften Runde. Und ganz wichtig, quatscht nicht den Typen an. Das allererste Mal, wo ich hier drin war, dachte ich mir, oh, der Typ spawnt, quatsch ihn an. Und damit kannst du dich rausporten und ganz von vorne anfangen. Das wollen wir nicht. Also nicht den Typen anquatschen. Wir laufen jetzt hier rein. Phase 6. Jetzt geht das Gitter runter. Und hier ist es so, dass wir auch wieder einen Brief looten können. Und zwar, Moment, machen wir die wieder ran. Die müssten nämlich hier drin, müsste irgendwo auch ein Brief sein. Wo ich den Brief gelootet habe, war er ganz am Anfang beim ersten Spot. Deswegen bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, wo der hier liegt. Anscheinend kann der hier an der Kiste liegen. Also ihr müsst bei jedem ein bisschen genauer gucken, weil wie gesagt, der kann bei jedem von den Spots einmal dran sein. Okay, hier liegt er zumindest nicht. Ein Spot ist dann quasi noch über hier oben. Mal gucken, ob er da liegt. Wenn er da auch nicht liegt, habe ich ihn wenn dann übersehen. Oder man kann es nicht nochmal machen, wenn man das Achievement schon gemacht hat. Das kann natürlich auch immer sein. Gut, dann klicken wir hier wieder die Ratte an. Drücken auf Laden. Jetzt haben wir hier eine High-Kombi drin. Greifen hier an. Und hier haben wir wieder eine Notiz, weil das ein Fight ist, wo man ein bisschen was Sinniges drücken muss. Und zwar einmal die zweite Taste müssen wir jetzt drücken. Das ist nämlich hier so ein AE-Schadenskampf. Dann, sobald wir das gemacht haben, drücken wir wieder die zweite Taste. Normalerweise mache ich das mit Binds, aber sonst seht ihr nicht, was ich hier am Drücken bin. Dann drücken wir das nächste Mal hier die dritte Taste, den Regentanz. Da heilen wir uns nämlich ein bisschen. Und jetzt geht es wieder weiter mit der zweiten Taste. Heißt, wir ehen die einfach komplett weg, auch die in der hinteren Reihe. Und drücken jetzt quasi so lange die zweite Taste, bis unser Regentanz wieder ready ist. Und hauen uns dann den Regentanz wieder drauf. Und das machen wir jetzt so lange, bis unser Pet stirbt, beziehungsweise die Gegner sterben. Das ist immer so eine ganz beliebte Taktik, wenn die Pets in der zweiten Reihe einigermaßen stark sind, dann aid man sie lieber down, bevor sie irgendwas machen können mit dem ersten Pet, das vielleicht nicht so viel kann. Ihr seht schon, das heilt sich immer wieder. Das in der vorderen Reihe ist aber egal. So sterben langsam die in der hinteren Reihe. Wir machen nochmal den AE. Und einmal können wir es dann noch casten. Und dann müssen wir uns quasi wieder mit dem Regentanz ein bisschen. Beziehungsweise jetzt können wir schon den Regentanz machen. Dadurch kriegen wir auch eine höhere Trefferchance. Beziehungsweise dann auch hier Crit. Und das heilt uns halt auch einmalig, ne? Also ist eine praktische Sache. So, wir machen jetzt einfach wieder die Flutwelle, also die zweite Taste. So lang weiter, bis die sterben oder wir sterben quasi. Einer ist jetzt schon hops gegangen von ihnen. Die andere Schabe in der hinteren Hand quasi geht auch langsam runter. Also ich denke mal, wir werden es mit dem hier finishen können. Wir haben aber noch zwei andere Haie drin, die selbe Fähigkeiten können. Also sollte euer Viech hier
vorher sterben, das kann passieren, ist das alles kein Stress, weil wie gesagt, wir haben hier noch mehr Haie und dementsprechend, wenn wir es mit einem nicht schaffen, dann schaffen wir es mit spätestens dem zweiten und aller spätestens mit dem dritten. So, jetzt sind alle einmal hops gegangen, der wird sich jetzt wahrscheinlich noch einmal wiederbeleben, der in der hinteren Reihe. Und dann sind wir auch schon durch und dann geht es langsam zu ein bisschen schwierigeren Kämpfen. So, es gehen die Gitter auf. Wir sind jetzt im siebten Rang quasi oder in der siebten Phase und jetzt wird es ein bisschen knackiger. Jetzt haben wir nämlich unsere Häschen-Kombi, wieder auf Laden gehen und dann können wir gegen den nächsten kämpfen. Und hier ist es so, dass wir am Anfang wieder Ausweichen aktivieren. Dann machen wir die Stapede an. Die castet jetzt einfach ganz normal durch. Ihr seht, wir haben drei Häschen hier gegen drei Undeads. Sobald die Stampede durchgecastet ist, machen wir dann mit dem Schlaghagel quasi weiter. Haben wir den Schlaghagel drauf. Das gibt ihm jetzt quasi den Rest. Er belebt sich wieder. Hittet uns noch einmal. Jetzt hauen wir wieder das Ausweichen drauf. Dann hauen wir wieder die Stampede durch. Die läuft jetzt auch wieder drei Runden, beziehungsweise es kann sein, dass er uns jetzt hier mit friesen wird. Und jetzt machen wir einfach wieder den Schlaghagel. Wenn es hier blöd läuft, kannst du gestunt werden, aber im Normalfall, wenn man immer schön den Avoid zieht an den richtigen Stellen, ist es kein Problem. So, wir machen jetzt hier wieder Ausweichen einmal an. Und danach kommt wieder die Stampede. Wir haben jetzt noch zwei komplette Hasen. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Die läuft jetzt wieder drei Runden lang durch. Und sobald wir drei Runden lang die Stampede durch haben, hauen wir dann wieder einmal den Schlaghagel drauf. Beziehungsweise sobald Ausweichen wieder ready ist, dann dementsprechend das Ausweichen. Aber wahrscheinlich ist er vorher schon down. Beziehungsweise wir können dann halt nur noch überbrücken seinen Undead-Buff. So, Schlaghagel. Oh, wir sind nicht schneller als er. Wir haben ein langsames Häschen. Wenn wir schneller wären, wird er zweimal zuhauen. Nicht so schlimm. Müssen wir halt nochmal einmal draufhauen. Und jetzt machen wir quasi das Ausweichen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie schnell unser Häschen ist. Ihr seht, der hat Speed 301 und mein Häschen hat 292, was ein bisschen wenig ist. Gibt auch schnellere Häschen. Aber auch den Kampf haben wir geschafft. Und damit kommen wir in die achte Phase. Und jetzt können wir da so ein lustiges Skelett mit Hütchen, das haben wir ja vorher schon gesehen, das gab es ja als Achievement-Belohnung. Wir sehen den wieder an, drücken einmal auf Laden und dann einmal in den Kampf. Und hier ist es jetzt so, dass wir als allererstes die dritte Fähigkeit drücken. Da seht ihr, haben wir wieder eine kleine Box, die uns so sagt. Bei den schwierigeren Kämpfen ist die immer mit dabei. Also einmal die 3. Dann müssen wir die 2 drücken. Das läuft jetzt auch wieder drei Runden lang durch. Das ist ein Pet, der sich ständig gegenhält, deswegen braucht man da relativ viel Burst Damage. Und jetzt hat er hier 2 Stacks drauf. Jetzt hauen wir die 1 drauf. Und dann nochmal die 1, falls wir sie durchkriegen. Und gut, so schwierig war der Kampf auch nicht. Ja, haben das doch relativ gut geschafft. Er muss jetzt bloß noch seinen Undead-Buff quasi einmal durchbekommen. Wir hauen jetzt nochmal hier die Stampede durch. Und da geht er down. Und hier hinten ist übrigens dann der Postkasten. Wir sind jetzt in der Phase 9 und hier könnten wir theoretisch ein paar Mobs umhauen. Beziehungsweise in Phase 10 müssen wir hinten was looten. Und jetzt ist es so, ihr könnt hier reinlaufen, die Mobs so umhauen oder ihr nehmt das Viech hier. Und lauft quasi so rein. Ihr könnt einfach mit dem Viech hier rein damagen. Ihr solltet wahrscheinlich nicht, so wie ich das jetzt hier mache, alle zusammenpullen.
weil das killt euer Viech ein bisschen zu schnell. Ich mache das jetzt einfach, weil ich mit dem Guardian stark genug bin, dass sobald mein Viech hier stirbt, dass ich das dann auch alles gekillt krieg. Ziehen wir sie alle schon mal zusammen. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Naja, gut. Es sind fast alle gestorben mit dem Viech und jetzt kann ich die letzten quasi mit dem Bär noch umhauen. Quasi hat man so einen Fight-Sehne hier mit drin. Oh, wir haben einen vergessen. Die haben jetzt nicht so viel Life, ne? Also, selbst wenn ihr mit dem letzten Gammelchar hier drin seid, ist das nicht das Problem. Wie gesagt, dann pullt ihr halt mit dem Monstrosität nicht alle zusammen, sondern halt nur ein paar. Und dann geht das auch voll klar. So, den hauen wir jetzt noch runter. Dann sind wir in der Phase 10. Und jetzt ist es so, dass wir hier hinten den letzten Spot haben. Und jetzt schauen wir mal, ob hier der Brief da ist. Wenn der nicht da ist, dann kann man es wahrscheinlich nicht machen, wenn man es schon mal gemacht hat. Und so wie das aussieht, liegt hier gar nichts rum. Das liegt meistens nämlich hinter so Kisten. Und man muss es dann halt anklicken. Okay, ja, kann ich euch leider mit dem Char nicht zeigen. Vielleicht mache ich dann nochmal ein extra Video. Und schaue, ob ich es mit dem Twink da noch machen kann. Vielleicht habe ich es jetzt einfach auch bei den anderen Spots nicht gesehen. Ich zeige jetzt euch nur schnell, wo der Postmeister wäre. Und der Kampf, wie gesagt, ist gegen den Postmeister auch nicht sonderlich schwierig. Und zwar, ja, hier hinten ist der Postmeister. Da musst du hier auf den Briefkasten drücken. Und wenn du den Brief hast, beschwörst du damit halt den Postmeister, wenn du drauf drückst. Ich habe den jetzt in dem Fall nicht, deswegen passiert jetzt hier nichts. Wie gesagt, wahrscheinlich kann ich's nicht machen, weil ich das Ganze schon im ersten Durchlauf gemacht hatte. Gut, dann machen wir aber das Dungeon noch einmal zu Ende. Und zwar müssen wir jetzt hier einmal hinten rein zum Endboss runter. Und da müssen wir, beziehungsweise wir müssen jetzt erstmal die beiden noch besiegen und dann kommen wir zum Endboss. Jetzt gehen wir hier wieder auf Laden und fangen den Kampf an. Und hier seht ihr, haben wir wieder eine Chatbubble. Wir sollen als allererstes wieder die 2 drücken. Altbekanntes Spiel mit den Häschen. Dann drücken wir hier die Stampede. Solltet ihr übrigens einen von den Hasen nicht haben, den ich jetzt hier habe, ihr könnt euch jeglichen anderen Hasen nehmen. Das ist vollkommen egal. Die Hasen können alle die gleichen Fähigkeiten. Ja, wenn ihr jetzt von einem Hasen 3 habt und den Staubhasen zum Beispiel nicht habt, den könnt ihr übrigens auch in Dalaran besorgen, falls ihr den nicht habt, dann ist das kein Problem. Ja. So, jetzt drücken wir zweimal die 1. Nochmal die 1. Zack, da geht er down. Borst ihr hier noch die rote Grille rein, nicht so schlimm. Drückt er einfach irgendeine Fähigkeit, bis er quasi stirbt. So, danach haben wir jetzt noch 2 Mobs, die wir besiegen müssen. Und zwar haben wir den Ghoul hier noch. Tommy der Grausame heißt er. Hier laden wir wieder die Pets. Und jetzt geht quasi der Fight wieder los. Hier haben wir jetzt diesmal keine Chatbubble. Wir fangen aber hier einmal mit dem Schwarm an. Der castet auch wieder 3 Runden lang durch. Und dann noch eine Runde. Ihr seht, der heilt sich auch ein bisschen, ist aber egal. Wir hauen ihm nämlich jetzt einen schönen Debuff drauf und dann schmettern wir ordentlich rein hier. Lammlawine kommt dann danach. Zack, habt ihr gesehen, das haut ordentlich Damage raus. Und jetzt geben wir ihm noch einen Wasserjet rein und dann hat sich das. Zack. Und da geht er down. Jetzt müssen wir nochmal einmal das Undead-Ding abwarten. Drücken wir halt einfach hier irgendwas. Ist ja wurscht. Er fliegt um. Und dann haben wir noch den Endboss. Großartig. Da ist ja unsere Lichtgestalt. Na, dieser Auftrag wird ewig dauern. Seid still! Sie hat uns diese Aufgabe anvertraut. Und diesmal erledigen wir sie auch. Mit Hilfe der Wissenschaft. Sie gibt mir dauernd Befehle und schickt mich auf irgendwelche Missionen. Was ist mit mir? Was ist mit dem, was ich will? Ihr jammert nur rum. Wenn ihr nicht ruhig seid, dann stelle ich euch ruhig. Und jetzt festhalten. Wir beginnen Phase 2. Ihr seid ja schlimmer als sie. Warum rede ich überhaupt mit euch? Weil ich ein Genie bin. Oh, dieser Schrotthaufen ist so langsam. Was? Wenn ich diesen Drosselsatz ausbaue und richtig Gas gebe. Ja, gleich viel besser. Wird Zeit, dass wir hier abhauen.
Was für eine Zeitverschwendung. So, ich hoffe, ihr habt das Story-Ding jetzt laut genug gehört. Du bist dann eine Minute gestunt, hörst du den Story-Dialog an. Ich finde es schade, dass du den nicht ausblenden kannst, weil spätestens beim dritten, vierten Mal wird es ein bisschen langweilig. Und ihr seht hier, man kann die Pets nicht heilen. Und jetzt haben wir hier den Endboss. Da kriegen wir jetzt, gehen wir nochmal einmal auf Laden, können den Kampf beginnen. Und hier ist es jetzt so, dass wir als allererstes einmal die 2 drücken. Dann blockt er nämlich dem sein komisches Gecharge. Dann machen wir hier die 1 an. Das channelt jetzt auch wieder durch. Diesmal nur 2 Runden bei dem Falkosaurier-Pet. Dann drücken wir die 3, den Raubtierschlag. Den müssen wir übrigens 2-mal runterhitten. Der hat nämlich ein bisschen mehr Life. Jetzt drücken wir hier wieder die 1. Das geht jetzt zwar ein bisschen in das Dingsschild rein von ihm, in das Ausweichschild, aber es ist jetzt auch nicht so wild. Und einfach nochmal nach. Falkosaurier, gib ihm. Man könnte jetzt hier auch ein bisschen defensiver spielen, aber so krass ist der hier nicht. So, jetzt stirbt er einmal und jetzt wird er als Undead quasi wiederbelebt. Ihr seht, er hat jetzt nochmal komplett volles Life. Und hat jetzt quasi so einen Debuff drauf, dass er als Undead gilt. Jetzt können wir hier den Raubtierschlag nochmal drücken, also die dritte Fähigkeit. Dann geht unser Pet Hops und wir nehmen quasi das zweite. Jetzt drücken wir wieder hier unsere erste Fähigkeit, machen unseren Debuff wieder drauf. Und dann machen wir nochmal den Raubtierschlag, sobald unsere Falkosaurier-Schwarm quasi durchgelaufen ist. Zack, und das killt ihn dann. Aber er gilt ja jetzt als Undead, deswegen hat er nochmal eine extra Phase. Und jetzt machen wir einfach hier nochmal den Falkosaurier-Schwarm an, bis das hier das Elend ein Ende hat. Er chargt uns auch nochmal hier durch. Zack, da fällt er jetzt ein zweites Mal um und jetzt haben wir auch wirklich gewonnen. Haben auch die Daily jetzt, oder die Weekly besser gesagt, abgeschlossen. Und erst jetzt porten wir uns quasi nach draußen. Einmal hier rausporten. Und dann können wir dementsprechend unsere Quest abgeben. Und ich habe wieder eine Marke bekommen. Habe jetzt wieder 2 quasi. Einmal habe ich mir das hier gekauft und jetzt kann ich mir quasi die Gruftbestie kaufen. Das ist das nächste Pet. Und dementsprechend schauen wir mal, ob man die jetzt in den Käfig packen kann. Gruftbestie. Schauen wir mal. Achso, da switche ich mal. Da finde ich dieses Interface irgendwie ein bisschen komisch. Gruftbestie, genau. Und das kann man auch nicht reinpacken. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ihr alle selber spielen müsst. Ihr könnt keine Maha kaufen und auch keine Maha verkaufen. Ja, das war es jetzt soweit mit dem Video. Wie gesagt, das mit dem Postmeister hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Wenn, dann war ich zu blöd, den Brief zu finden oder hab dementsprechend nicht oder kann es dementsprechend nicht mehr aufmachen, wenn ich schon drin war. Ich versuche es mal mit dem Twink das Ganze zu machen, ob es da geht, dann kann ich euch da vielleicht nochmal ein Video machen. Nichtsdestotrotz ist der eine Postmeister nicht so schwierig. Ich werde euch das alles in die Infobox packen, die Koordinaten, wo ihr ihn findet. Und wenn ihr dann Probleme haben solltet, ihn zu besiegen, dann kann ich euch da eine Seite nennen. Und zwar ziehe ich euch die mal rein hier. Die schimpft sich de.www-petguides.com und hier habt ihr eigentlich eine ganz gute Übersicht über alle möglichen Petguides. Kann ich nur empfehlen. Zum Beispiel haben wir hier das Mechagon Dungeon und irgendwo ist bestimmt auch der Postmeister drin. Bei irgendwelchen Special Events müsst ihr euch mal ein bisschen durchklicken. Die haben eigentlich so gut wie jedes Pet Battle hier einmal mit drin und da werdet ihr sicher auch eine Strategie für den Postmeister finden. Sonst schaue ich mal, ob ich mit dem Twink, wie gesagt, das noch basteln kann. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Schaut in die Infobox, kopiert euch das raus. Wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, stellt die gerne. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.